Wenn einer ein Händchen für Pferdehufe hat, dann er. Grant Moon gilt als Übervater der internationalen Hufschmiedekunst. Entsprechend andächtig verfolgen gerade jüngere Berufskollegen jeden seiner Handgriffe. Grant spricht zwar kein Wort Deutsch, aber seine Augen und Hände sagen alles. Seine Pferdepediküre, ausgefeilt. Es geht um mehr als die Hufe irgendwie zu beschlagen. Wir müssen sowohl die Anatomie verstehen als auch die biologischen Zusammenhänge, damit wir die passenden Hufeisen machen können. Das ist eigentlich wie beim Menschen. Es ist besser, einen Haltungsschaden vorzubeugen, als ihn hinterher heilen zu müssen. Für Hengst Yakari fertigt Grant Moon daher so etwas wie ein orthopädisches Hufeisen, denn der Patient hat leichte X-Beine. Gespannt warten rund 100 Schmiede, Schmiedinnen und solche, die es vielleicht mal werden wollen, ob Grants berühmtes Augenmaß ihm heute treu blieb. Am liebsten geht der Meister nämlich nur einmal vom Amboss zum Pferd und auch diesmal passt das Eisen auf Anhieb. Er ist einfach ein Profi. Man kann viel von ihm lernen. Viele sind so präzise wie er, aber keiner ist so schnell wie er. Und ich glaube, das ist auch richtig. Keiner ist so effizient im Schmieden. Ja. Er setzt halt auch Maßstäbe, direkt das Eisen für das Pferd anzupassen. Und dadurch, dass er so viel verschiedene Pferde auch schon gesehen hat und sehr gute Lehrer hatte, hat er dadurch auch einen guten Blick gekriegt, natürlich. Es sind die Feinheiten, die den Unterschied ausmachen. Grant benutzt zum Beispiel nur 4 Nägel, damit das Eisen nicht so lange hält. Denn nur regelmäßige Hornpflege verhindert Fehlbildungen. Und für den Schmied lohnt sich das natürlich auch, wenn die vierbeinige Kundschaft öfter neue Schuhe bekommt. So, das Eisen sitzt, es folgt die Kür. Ein bisschen Schönheitspflege gehört auch dazu. Sechsfacher Weltmeister wird man aber dank anderer Talente. Ich glaube, man braucht Disziplin und Besessenheit. Talent wird manchmal überschätzt. Fishing for Compliments? Ach was, das hat Grant Moon gar nicht nötig. Er schmiedet passende Beschläge mal eben aus einem Langeisen, wo andere vorgeformte Rohlinge verwenden. In Rudendorf war man sich einig, dieser Mann ist der Hammer.